Alles ist super, alles ist wunderbar. So, dann einfach mal hier in die Richtung. Gestern war. Ich wollte einen verbrennenden Zombie. Ah ja. Ich sah einen Modi. Ja, ich baue hier ab. Baust du Seppis Berg ab oder was? Ne, ich baue. Ich hab doch gesagt, ich hab vor, das Ganze hier von unten einmal bis zum anderen Ende vom Berg durchzuziehen. Okay. Einfach eine Fläche. Aber unseren Ausguckberg, den baust du nicht ab, oder? Der liegt doch daneben. Unseren Verabschiedungsberg. Den du irgendwann mal umbauen wolltest. Ja. Erstmal muss ich mit meiner Hütte fertig werden. Du baust noch an einer rum, ich habe schon zwei fertig und 50 Farben. Aha. Okay, und hier steht das Grundgerüst für Seppis Hütte, wie es ausschaut. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist eine Platte aus Holz und da ist ein bisschen Stein drumherum. Es scheint so, als würde hier ein Haus entstehen. Wer weiß, wer weiß. Ja. Hier ist ein schönes UFO-Gebirge. Das könnte man wirklich noch zum UFO machen. Hier unten kann man so einsteigen. Das kann man hier noch. Dann baue ich lieber das Gebirge bei Seppi hier ab. Und ein Raumschiff drin aufbauen. Autsch. Oder viel der Schwerkraft zum Opfer. Hm? Bist so hoch gefallen. Ja. Hoch gefallen. Ich habe gerade seinen Berg ein bisschen verschönert. Und damit meine ich, ich habe einen riesigen Steinpenis auf seine Hütte gesetzt. Ach nö. Natürlich hast du das. Was sollte man sonst tun? Ich habe sehr viele Steine mit dem Tag gehabt. Mensch, Molly. Jugend heutzutage. Sollte nicht zu sehr weit weglaufen, weil sonst verirre ich mich hier noch. Im Gebirge. Das ist so wie immer. Hier sind eh nirgendwo Kühe. Das hier sieht so aus wie die Mauer aus Game of Thrones. Hab ich nie gesehen. Und ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, hat mir auch nie gereizt. Achso, ja, da ist Seppis Dings wieder. Und ich sehe Kühe, sehr schön. Nicht viele, aber. Ein paar nicht. Ist sehr schön für die Kühe. Nee, ist nicht schön für die Kühe. Weil sie jetzt sterben werden. Sie wissen es noch nicht. Oh, wieder einige Kühe. Wir sind hier so. Wieso sind so viele Kühe hier? Wenn du abbaust, dann baue sie gefälligst komplett ab und nicht nur zur Hälfte. Okay. Er braucht ja halt nur ein Stück Holz. Wieso sind hier so viele Kühe? Keine Ahnung. Kuhspawner? Bestes Gras. Einzahl Gras ist. Die Kühe werden hier noch von mir. Im Laufe dieses Projekts werden die Kühe noch von mir komplett ausgerottet. Gibt keine Kühe mehr in dieser Welt. Keine Sorge, die spawnen immer wieder. Schade.
Wäre auch mal eine lustige Sache an Minecraft, wenn dann irgendwann für den dafür verantwortlich ist, dass die Rasse komplett ausgestorben ist. Gibt bestimmt Mods dafür. Naja, nicht jedes Spiel ist so wie Undertale. In Undertale. Okay, ich habe jetzt 5. Die Random Encounter irgendwann hören einfach auf. Ja. Sprich, du kriegst Random Encounter, aber es steht nur noch drin, but nobody came. Ja. Hab das Let's Play von Let's Play Marcus gesehen. Ja gut, das ist halt auch nur für einen Genocide Speedrun. Genocide Run. Und wenn du einen getötet hast, dann ja, kommt keiner nach. Genocide Run machen, für Genocide musst du alles töten, ja. Ich habe das Let's Play von Let's Play Marcus gesehen, da hat er beide Runs gespielt. Meine friedlichen Runs. Warum sind die Kommentare so wütend, wie es immer heißt? Weiß ich nicht. Es gibt drei Runs. Es gibt Neutral, Pacifist und Genocide. Ja, und ich weiß, dass auf YouTube jeder Zuschauer immer ausrastet, wenn du nicht sofort immer nur Pacifist machst. Ich hätte zuerst den Genocide-Run gemacht. Also er hat zuerst den Pazifisten-Run gemacht und danach den Genozid-Run. Das Lustige ist, das eine, den einen Livestream, den ich mir tatsächlich angesehen habe, war, als Unge Undertale das erste Mal gespielt hat und er hat einfach von sich aus Versehen den Pacifist-Run gespielt. Ja gut, was anderes erwartet man ja auch nicht von Unge. Ja, ich weiß, das war nur so lustig. Es war nur so lustig, er geht rein. Oh, man muss mich töten, dann töte ich einfach nicht. Ja. Das ist Unge. Was soll ich dazu sagen? Ja, ja, es war trotzdem so lustig und unerwartet. Okay, jetzt habe ich noch 5 Leder. Mich interessiert jetzt irgendwie, wie ist er dann mit der Entscheidung mit Escor im ersten Run umgegangen? Ich weiß. Da bin ich eingeschlafen. Das interessiert mich wirklich. Wie ist Unge mit der Entscheidung im ersten Run? Weil man muss Escort töten. Du hast keine Wahl. Weil im ersten Neutral Run muss man Escort töten, sonst funktioniert das Ganze nicht. Gibt es auch einen Mittelweg, wenn man sagt, ich bringe nur ein paar Leute um? Ja, kriegst ein Neutral Ending. Also die Leute, die ich mag, die bringe ich nicht um und die Leute, die ich nicht mag. Ja, du kannst nur teilweise Leute umbringen. Okay. Das wäre dann wahrscheinlich mein One. Wo ich dann einfach die umbringe, die mir deren Visage mir nicht gefällt. So, jetzt habe ich mich wieder verirrt. Nicht. Und ist ganz oben auf einem Gebirge. Vielleicht finde ich jetzt irgendwo von dem Gebirge aus. Jetzt sehe ich, wo ich hin muss. Okay, hier nicht. Ah, das ist der Lavasee. Der Lavafleck. Da muss das, glaube ich, irgendwo in diese Richtung sein. Da muss das doof dort sein. Hallo Schaf. Ist Lava da ist, dann muss das. Ja, dann bin ich glaube ich von dort gekommen. Wie komme ich jetzt hier lebendig runter? Gar nicht. Offensichtlich nein. Okay, jetzt muss man Zeug finden. Das könnte schwierig werden. Ich weiß ungefähr in welche Richtung ich war. Ich bin ja erstmal hier bei dir rausgegangen. Moin Mordi. Tag. Wo gehst du schon wieder hin? Mein Zeug holen. Ach, da hinten bist du gestorben. Irgendwo dort hinten muss ich gestorben sein.
Wo kommt der Zombie her? Warum hat der überlebt? Magie. Zauberei, nein, nicht. Physik. Vermutlich ist er irgendwo in einem Schatten gestanden die ganze Zeit. Magie. Tja. It's magic. It's a kind of magic. Monty, du bist doch der Zauberei. Experte. Ich wüsste nicht, wie man einen Minecraft-Zombie vor Sonne schützen kann. Sonnencreme. Ein Anti-Sonnenzauber. Wahrscheinlich, bei Vampiren soll es ja angeblich auch funktionieren. Sonnenschutzfaktor 5000. Ein Anti-Sonnenzauber. Das nennt man Nacht. Das setzt normalerweise so gegen 23 Uhr ein. Wahre Magie. Physik. Magie. Magie. Das mag ich nicht. Gehört Magie eigentlich zum Nestle? Da war ich mal ziemlich verloren. Ja, bestimmt. Absolut. Komplett. Ah, dachte ich mir, deshalb kaufe ich das seit Jahren nicht mehr. Ja, ja, nicht. Wenn ich was an Fertigzeug hole, dann ist es meistens Knorr. Wo habe ich meinen Scheiß verloren? Gehört Knorr nicht zu Magie mit zu. Nee, Knorr ist Universum. Man denkt irgendwie immer, Magie und Knorr wären zusammen. Nee, sind zwei verschiedene Konzerne. Das war doch irgendwie in der Nähe von dem Lavafeld. Also nicht hier. Das Lavafeld finde, dann finde ich auch mein Zeugs. Ich werde mich gerade so, warum bin ich plötzlich im Boden? Ist da ein Loch? Nee, da ist kein Loch. Oh, ist ein Baum hinter mir gewachsen. Ich würde gerne das Leder wieder haben, deswegen. Wäre schon schön, wenn ich das wieder finde. Natürlich nicht. Jetzt habe ich mich natürlich wieder verirrt. Oh fuck. Pass auf, ich fahre hier noch irgendwann noch runter vom Gebirge und lande direkt neben meinem Zeug. Ist nicht so, als wäre es mir schon mal passiert. Zwei Haufen. direkt neben dem Zeug gestorben. Es ist Nacht, wie wär's mit Penn? Ja, ich hab halt kein Bett. Das ist halt. Dann schwierig. Zimsalabim. Ah, so rum. 19, wo? So rum, Zimsalabim. Ah, ja. Ich finde mein Zeug nicht mehr. Ich glaube, das müsste inzwischen despawned sein. Oder nicht? Also Veganer, also Vegetarier und Veganer müssten das Spiel hassen. Weil du halt es gibt Minecraft von PETA hier. Einen es gab jedenfalls mal einen Server von PETA, auf dem du gebannt wurdest, wenn du Tiere getötet hast. Weil wenn du... Wie hast du denn irgendwas gemacht? Also Minecraft bringt ist ja... Es bringt nachweislich mehr Schweinefleisch zu essen, als eine Melone oder nach... Also es ist halt... Es ist halt intelligenter, Schweinefleisch zu essen, weil was dir halt mehr bringt als generell Obst. Alles nicht fleischliche bringt weniger als. Ist ja irgendwo. Es ist förmlich unklug, sich nicht von Fleisch zu ernähren. Es ist förmlich unklug, Veganer oder Vegetarier zu sein in Minecraft. Eine ziemlich blöde Entscheidung in Minecraft. Um Fleisch zu verzichten. Okay, ich glaube, ich kann auf das Zeug jetzt keinen Abschied nehmen von dem Zeug. Das finde ich nicht wieder. Ich bin im Blumenbiom gelandet. Na dann. Ich habe Blumen. Ja, ja. Die Baumfarm ist momentan sehr blümerrand. Ah ja. Da ich momentan versuche,
Bäume zu überreden. Ja, toll, jetzt regnet's. Mit Bienen. Ja, bei mir am Hügel ist jede Menge Blumen. Okay, dann finde ich einfach mal nach Hause zurück und dann. Ja. Ohne Leder ist es halt scheiße. Ich habe halt ein Leder jetzt. Na dann. Für ein Regal braucht man 3 Bücher. Wenn ich es jetzt nicht mehr schaffe, dann muss das halt einfach. Dann werde ich das wahrscheinlich auf Skin machen. Ein bisschen auf Ledersuche gehen. Wieso schon so müde um 8:30? Nö, aber. Ich wollte heute eh nur bis 22 Uhr streamen. Habe ich angesagt. Ja, aber wir haben noch nicht mal 21. Ja, wer weiß, ob ich jetzt noch so viele Kühe finde bis dahin. Wer weiß, ob das hier noch von Erfolg gekrönt sein wird. Mein Zeug. Ich glaube, mein Zeug kann ich jetzt vergessen, weil. Oh, ich habe Kürbis gefunden in der Wildnis. Mensch. Die sind sehr selten. Deshalb habe ich sie jetzt angebaut bei mir. Die selten Kürbisse. Die bringen absolut gar nichts, außer Schneemänner. Tja, weil sie selten sind. Braucht man eigentlich Kürbisse für Eisengolems? Ich weiß nicht, wofür man Kürbisse braucht. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also außerdem kannst du mit, wenn du einen Kürbis aufmachst, kannst du Endermans in die Augen gucken. Ja gut, aber wer macht das schon? Man kann Kürbis aufsetzen? Natürlich, wenn du sie geschnitzt hast. Also mit der Schere Kürbis kannst du aufsetzen. Also mit der Schere. Jo. Du klickst mit der Schere drauf, dann hast du ihn geschnitzt und dann kannst du ihn aufsetzen. Sehr hübsch. Ich glaube, ich bin mehr so derjenige, der sich einen Skelettkopf oder einen Enderdragon-Kopf aufsetzt. Und wie macht man die? Finden. Enderdragon-Kopf musst du den Enderdragon zerlegen. Nee, die findest du am. Ja, man Skelett. Aber für einen Skelettkopf brauchst du ja auch nicht. Dann musst du trotzdem Enderdragon erledigen. Ja, gut, um hinzukommen. Aber für einen Skelettkopf brauchst du ja auch. Brauchst du ja auch was anderes irgendwie. Ich hab schon so viele Diskette getötet. Und irgendwie. Das ist halt verdammt selten. Ach so. Am besten so ein Looting 5 Schwert oder so nehmen. Um die Chance für seltene Items zu steigern. Ja. So, ich habe jetzt einige Blumen gepflückt. So, nachher dann noch die restlichen Regale, bei denen ich nicht hämmern muss, zusammenbauen. Und die ganzen Regale aneinander befestigen, damit sie nicht umfallen. Das ist ein Huhn, das hat nicht viel zu tun. Flieder. Wo krieg ich Leder her? Wo krieg ich Kühe her? Brauche mehr Kühe. Muss suchen. Darauf kannst du nicht Kühe spawnen, du. Mit Spinnen hast du es doch schon mal gemacht. Wieder in meinem Haus 5 Kühe spawnen. Welches von beiden? Höhle oder? Momentan bin ich gerade nirgendwo. Na, dann kommt in deine Hobbit-Höhle. Die machen ja nichts kaputt, oder? Kau. Kannst mich auch gerade mal zurück teleportieren? Ich habe mich hoffnungslos verirrt. Ich habe mich hoffnungslos verirrt. Wenn du gerade dabei bist, die Kühe zu spawnen. Yay.
Das sieht ja sehr herrlich aus. Ganz viele Kühe hier. So ein Zufall, so viele Kühe hier. Wie kommen die hierher? Wahre Magie. Ups, das war der falsche Befehl. Sorry, du bist jetzt scharf. Mäh. Mäh dich selber. So, und wieder zurück ins Survival. Ich müsste mal was essen. Das müsste ich mal im echten Leben. Ich habe meine zwei Burger fertig. Ich habe jetzt hier genügend Burgerfleisch in meiner Hütte. Nice. Dann machen wir toll. Viele Kühe. Gut, dass die nicht aggressiv werden, wenn sie angegriffen werden. Jetzt werden sie schon irgendwie ein bisschen, aber. Die hauen halt ab. Sind eher Fluchttiere. Eigentlich nicht. Ich glaube, wenn du eine Kuh schlagen würdest, wärst du tot in echt Leben. Ja, weil Minecraft. Minecraft sind so Fluchttiere. So, 6 Nieder. Man muss so viele Kühe töten, um ein Oregano zu machen. Das ist hier. Ich habe schon gut Fläche hier freigeräumt. Ich muss nachher nochmal auf den Peter-Server suchen. Da mal eine Kuh töten. Dann gehst du rein und dann schlachtest du einfach mitten auf dem Dorfplatz ein Schwein. Das muss ich einfach mal ausprobieren. Wenn es den Server noch gibt. Müsste man einfach mal ausprobieren. Dann wirst du wahrscheinlich einfach von denen verklagt. Wofür? Fürs Spiel? Würde ich dem Zweifel von Peter sogar zutrauen. Ich auch, deshalb habe ich es gesagt. Das war leider nicht übertrieben. Und wofür wollen sie mich verklagen? Oh, Peter hat ziemlich viel Schwachsinn zu. Ja, Peter ist ja die beste Tierschutzorganisation überhaupt. Schläferhunde im Tierheim. Peter ist das Schlechteste, was Tierschutz passiert ist. Ja. Ja schon. Definitiv. Es macht halt auch den Ruf von jedem Tierschützer kaputt. Das ist halt, wenn du Tierschützer bist und dann sagst du im Tierschutz, was Peter macht. Das ist. Von allen, die seriös gegen. Es gibt noch ein paar andere Volldeppen gibt. Die ALF ist auch ziemlich für den Arsch. Aber ein bisschen besser zumindest. Nein. Ein Widerspruch von dem Prof. Die Animal Liberation Front ist auf dem Level, dass sie halt bei in Firmen einbrechen und die Tiere dann befreien und die dann in der freien Natur halt komplett einfach direkt verrecken, weil sie halt nicht damit klarkommen. Ja, ich weiß. Ja, clever. Gut nachgedacht. Der nachdenkt ist da nicht. Ja, in Gefangenschaft gezüchtete Tiere einfach freilassen. Das ist so hart hirnverbrannt. Ich sollte überhaupt essen. Ja, ich muss nachher noch die Küche aufräumen. Oh, das sollte ich auch mal irgendwann. Meine Oma kommt nächste Woche mal zu Besuch und will mal gucken, wie wir so leben. Und ja, toll. Ich habe Zeit, dass das Ganze mal aufgeräumt wird. Den ganzen Schimmel mal abschrubben. Wir haben eine Spülmaschine, das macht das schon mal einfacher.
Sie ist sogar sauber, was drin ist, gerade in der Spülmaschine, aber sie ist halt einfach nicht ausgeräumt. Ah, das kenne ich. Ich habe jetzt ein Blumenbiom bei mir auf der Hobbitshole. Hast du schon mal die Baumfarm angeguckt, wie die gerade aussieht? Nö. Alles ist voll mit Tulpen und sonstigen Blumen. Und unter der Baumfarm. Ich habe Zierlauch. Auch sehr schön. Zierlauch. Ich werde hier gerade von allem angegriffen. Du musst zurück angreifen. Ja, schon klar, aber ich bin halt unbewaffnet und gerade nur an meinem Haus. Ist der hässlich, der Lauch. Gibt bald keinen Fleck mehr auf dem Hügel, der, wo keine Blume steht. Aber ob das auch so gut aussieht? Nee, eigentlich nicht, aber... Aber du willst das so. So halt bunt aussehen. Zierrose würde ich eher unten... Die Kiste kann jetzt eigentlich auch weg. Da ist nichts mehr drin. Scheiße, Zombie. Zwei Zombies. Oh, nice. Okay. Zwei Bäume mit Bienen. Perfekt. Nice. Fünf Zombie erschlagen. Ah, hier sind die ganzen Blumen. Eine Biene. Schaffst du es zurück ins Nest? Ja. Die scheiß Zombies. Lass mich in Ruhe. Wer brummelt mich an? Au. Jetzt hab ich mein Fels zerstört. Hatte mal Bock, gerade schlafen zu gehen? Nö. Ich mach heute durch. Ja. Da kommt schon Stopp. Hatte mal Bock, gerade schlafen zu gehen? Vielleicht. Wer weiß. Mir wurde ja schon zweimal von den Zombies von meinem Haus erledigt. Zu SpongeBob-Musik. Was bin ich? Jetzt bin ich ins Dorf gekommen. Ich glaube, es müsste wieder das Bikini Bottom-Theme gewesen sein aus dem Remake. Ich weiß es nicht. Wollen wir gerade mal? Ah, ich hau hier gerade einen Zombie kaputt. Ich liege im Bett. Sobald du soweit bist, Modi. Ich bin schon. Sehr schön. Und welches South Park Spiel findet ihr besser, den ersten oder den zweiten? Ich habe den zweiten nicht gespielt. Ich auch nicht. Ich habe den ersten nicht gesehen. Den zweiten habe ich bei Let's Play Markus wieder mal im Spiel gespielt. Nicht im Stream gesehen. Der erste ist besser, beim zweiten mochte ich die Polizeisituation. Du meinst der Stab der Wahrheit hieß der eine und der andere? Der andere war. Ich habe keine Ahnung, wie er im Deutschen heißt. Fractured But Whole müsste es sein. The Fractured But Whole war er im Englischen. Rektale Zerreißprobe. Nur ja, der deutsche Titel ist scheiße. Das sind wie so viele deutsche Titel. Ja. Das ist ein großes Talent von uns Deutschen. Ja, und selbst wenn nicht, dann haben die irgendwelche seltsamen Untertitel. Alien, das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt. Ja. Ja. Das hätten sie es doch nur einfach nur als Alien gelassen. Sehr viele Blumen hier. Danke für das Brot. Das Brot ist im Eimer.
So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe jetzt auch mein Leder verloren. Ach, schön, dass du mit der Blumenwiese was gebracht hat. Wo sind die ganzen Bienen jetzt eigentlich abgeblieben? Ohne Leder kann man halt keine Bücher machen. Wer rummelt mich jetzt dran? Ah, der Lederlappen. Die Kiste wollte ich abbauen. Apropos, heute wurde auf Discord versucht. Jemand hat versucht, mich auf Discord zu scammen. Aha. Ah, jetzt hab ich's. Irgendwie angeschrieben. Hallo, wir verschenken Bitcoins. Bitte melden Sie sich auf dieser Scam-Website an, dann bekommen Sie 0,44 Bitcoins. Gratis. Hast du hoffentlich nicht geglaubt. Ne, ich hab kurz geguckt, ist das ein bekannter Scam oder muss ich das sonst irgendwo melden? Ist ein bekannter, also. Blockiert, weitergemacht. Okay. Jetzt habe ich auf einmal wieder 10 Leder. Wer das kam. Ankommen lassen. Recht? Ja, mit einem Steam-Scammer.